Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie soll ich das erklären? Ich spiele jetzt hier den Online-Be-A-Pro-Modus und ich habe mit Lacker gerade eine Mannschaft erstellt, den FC Modern Consumer. Yeah. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Fertig. Ah, er hat noch die Einstellung gemacht. Und wie ihr seht, wir spielen jetzt hier gegen eine vollbesetzte Mannschaft. Ach so, nee, alle wollte ich nicht machen. Ich kann jetzt noch aussuchen, wen ich nehmen möchte. Und zentraler Stürmer werde ich hier nehmen. Ja, ich kann jetzt gar nicht viel erklären. Also wir spielen jetzt wohl gegen einen ziemlich guten Gegner. Und ich spiele jetzt hier mit meinem Beer Pro, glaube ich. Ich mache das jetzt selber zum ersten Mal. Und habe keine Ahnung. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Okay, ich bin hier der eine Spieler und wir haben jetzt diese Kameraperspektive. Das ist dann quasi die normale Telekamera. Den Spieler kann ich nicht wegsehen. Und somit bin ich hier ganz normal mein Beer Pro, der jetzt ja irgendeinen Pluspunkt bei Passen bekommen hat. Oder war das der andere? Ich weiß es nicht. Ja, und die Gegner sind natürlich in einer Überzahl und dann ist es eine, denke ich mal, nicht so schwer, uns zu zweit hier auszuspielen. Und ich bin überhaupt nicht auf meiner Position. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, was hier passiert. Also es ist schon eine interessante Geschichte. Hier machen wir einen Pass. Und jetzt vielleicht eine Flanke. Ah, da bin ich vorbeigeschossen am Ball. Ja, und ich muss jetzt natürlich wieder meine Position einhalten und ich bin echt, also ich habe keine Ahnung, wie das hier abläuft. Wie gesagt, zum ersten Mal und hier kommt die erste Flanke vom Gegner. Sehr schön gemacht. Ich würde gerne den Ball hier oben haben, aber naja, gut, jetzt wurde der Spieler gefoult. Und naja, gut, wenn die richtig gut gewesen wären, hätte ich eigentlich jetzt schon ein Tor erwartet vorhin von der einen Chance. Aber das war noch nicht so weit. Und ich muss hier mal weiter in die Mitte. Der Lacker, der passt nicht zu mir. Obwohl ich den Pass gefordert habe in einer aussichtsreichen Position. Auch jetzt schon wieder. Ich kriege den Ball einfach nicht zugespielt. Naja. Das wird eine Lehrgeld-Spielerfahrung hier werden. Ja. Und da ist er durch und braucht jetzt nur noch aufs Tor stürmen und da wird er auch ein Tor schießen. Nee, den hat er auf den Torwart geschossen. Wie krass ist das denn? Ah, beim nächsten Mal könnte man ja auch mal, damit es noch cooler und irgendwie actionreicher wirkt, die Beer Pro Kamera anmachen, wenn man sowieso nur den einen Spieler spielt. Aber das werde ich, denke ich mal, in meinem Virtual Pro Modus, in meiner Videoreihe dazu selber mal machen. Ah, die versuchen hier schön Tricks zu machen. Keine Ahnung, was die Werte von den Spielern da sind. Meine Werte sind noch ziemlich niedrig. Ah, hier haben die Spieler Kreise. Ja, die müssen gedeckt werden. Und den habe ich weggeköpft. Ah, schön hat er abgeblockt. Fantastisch. Aber unsere Mannschaft ist sehr defensiv. Ich würde jetzt gerne den Ball in den Lauf haben, aber Lacker kriegt ihn abgenommen. Vielleicht lag es daran, dass die wirklich ziemlich gute Mannschaft haben, im Gegensatz zu uns. Ich habe ja noch gar nicht richtig sehen können, was hier so los ist. Komm. Na, der vertändet dann lieber den Ball, anstatt mal irgendwann einen Pass zu machen. Oh, den kriegt Lacker jetzt wunderbar. Komm, jetzt schieß. Nochmal ein Nachschuss. Naja, kugelt er sich über den Boden und kommt nicht mehr an den Ball ran. Schade. Oh, da habe ich schön durchgelassen hier auf Lacker. Lacker will jetzt hier aber rumtricksen. Anstatt hier einfach durchzugehen, macht er da die Pirouetten und naja, vertändet so auch den Ball. Und ich laufe hier am Ball vorbei, anstatt ihn einfach mitzunehmen. Den hätte doch jeder gehabt, jeder. Ja, und der Spieler sprintet jetzt hier durch. Ja, es ist ganz klar, der Spieler, das wird, glaube ich, nicht die KI machen.
so weit den Weg zu rennen mit einem Spieler, der ist ja dann total kaputt und erschöpft. Aber naja. So, jetzt bin ich hier weiter vorne, diesmal. Die Ecke dauert irgendwie gefühlte 3 Stunden. Und er hat gerettet, wunderbar. Aber ich mache die ganze Sache nochmal hier in Gefahr. Und eigentlich als zentraler Stürmer oder was war ich, bin ich doch viel zu defensiv hier eingestellt. Da muss ich mich doch mal ein bisschen ändern. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind in der 31. Minute. Noch kein Tor gefallen. Oh, jetzt. Was? Ich wollte doch nach links schießen. Das hat nur der Schummer. Ja, den muss er abnehmen hier. Foul. Vorteil. Torwart, komm raus. Torwart, komm raus. Und der lupft drüber. Und da ist das 1:0 für den anderen Online-Gegner. Ich habe mich hier übrigens für die Trikots von Red Bull Salzburg entschieden. Ein klein bisschen Werbung hier machen. Ja, schade. Es sah, jetzt ist der Bann gebrochen, glaube ich. Die sind durch. Obwohl, ja, 2:0. Also, ich gehe mal davon aus, dass das auch denen ihre Bier-Pros sind. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, aber der Spieler spielt nicht ab. Das verstehe ich hier in dem Modus jetzt gerade nicht, warum da nichts geht. Was soll das denn? Das war ein Lacher. Ich reg mich ja gleich auf hier. Aber das wollen wir nicht, ne? Das wollen wir nicht. Ah, ich will ja nur den Spieler wechseln. Es ist wie im Bier-Pro-Modus. Tja, und da sind sie wieder durch. Und das wird jetzt das 3:0 sein. Oder auch nicht. Ah, der Pass war zu schnell gemacht auf ihn. Tja, den haben sie drüber gefeuert. Oh, ich dachte schon, jetzt ist Polen offen hier bei uns. Nach dem 2:0, das sah ja alles so leicht von denen aus. Schade, dass Lacker den nicht zu mir bekommen hat. Ja, ich würde ja die Mannschaft ein bisschen anders jetzt einstellen hier, aber ich kann es nicht, weil Lacker der Kapitän ist. Ja, und da wird jetzt was passieren. Lupferlatte und raus. Ja, und dann ist auch schon gleich Halbzeit. Und wir liegen nur 2:0 zurück dafür, dass wir das noch nie gemacht haben. Ja, immerhin habe ich das dann bis jetzt hier mal gezeigt. Wow, wow, wow. Ob wir hier noch eine schöne Aktion hinkriegen? Ich bin ja echt skeptisch. Aber ich habe auch schon lange den Ball nicht mehr bekommen, was mich ein bisschen verärgert. Ne? Man will ja gern den Ball haben, wenn man nur einen Spieler hat. Und praktisch kaum. Ich habe eigentlich eine gute Position. Ja, Halbzeit hier. Oh Gott, ich hoffe, das Video ist für euch ein bisschen interessant bis jetzt. Ich kann ja hier nicht viel machen, wie ihr seht. Aber dann habt ihr auf jeden Fall diesen Modus mal gesehen. Auf den Modus kommt man übrigens, wenn man auf Online-Geschichten geht. Und dann müsste es mehr Spieler sein und dann Pro Club Championship oder so heißt das. Da kann man eine eigene Mannschaft hier erstellen, wie ihr seht. Und dann sucht man Gegner und ja, dann wird per automatische Suche halt hier, wurden uns die zugelost. Ja, schade, jetzt habe ich es mal hier über außen versucht, da, dass ich da mal einen Ball bekomme, aber auch da ist das alles ein bisschen fruchtlos. Ja, das ist eine ganz klare Vorführung und ihr braucht jetzt nicht anfangen hier. Was für ein Noob und überhaupt Noob, Noob. Nee. Ja, wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das halt so. 3:0. Ärgerlich. Ja, komm, überspringen. Ach, hier sind 3 Klicks. Müssen wir warten. So, jetzt habe ich auch mal den Ball. Ja, die rennen halt andauernd alle zum Ball, ne?
Ich auch. Mach ihn rein, ja. Ja, ich ziehe das Video jetzt hier auch durch und wir schauen mal, ob vielleicht noch irgendeine Aktion gelingt. Ja, die KI ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Also, die Pässe sind nicht gut. Aber wir haben wieder einen Wurf. Und ich glaube, wir hatten in dem Spiel eine Chance durch Lacker. Komm, 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 hierher. Und ich werde jetzt reinflanken. Ist hier vielleicht eine Möglichkeit? Ja, komm, Lacker nochmal ran. Oder ein anderer Spieler. Nein, Scheibenkleister. Unsere beste Chance im Spiel. Und die war abseits. Lacker hat sich da nicht gut positioniert. Dann wurde er auch angeschossen und somit gibt es Abstoß, beziehungsweise es hätte Abstoß sogar gegeben. Oh, 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 oh. Ja, jetzt müssen wir uns halt hinten drauf verlassen, dass die KI da irgendwie einen halbwegs guten Job macht. Weil wir beide einen offensiven Spieler haben. Ah, Mist, da habe ich den Ball in den Rücken gespielt bekommen. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. Und wenn das Ding hier nur 4:0 ausgeht, wie es jetzt ist, dann sind wir echt gut bedient. Ja, komm, das können wir überspringen. Ja, ein Pass in die Mitte und Tor ist nicht spektakulär, wenn man es sich selber gemacht hat. Ja, das war jetzt gerade die KI. Habt ihr gesehen, der passt nach vorne? Naja, also ich würde mal sagen, umso mehr Spieler man hat, umso erfolgreicher kann man hier natürlich sein. So, ich will bitte nur 4:0 verlieren. Oder 4:1. Hm, 65. Minute. Aber 4:0 halten wäre jetzt, glaube ich, auch schon sehr schwierig. Aber was? Der einzige Vorteil, den ich jetzt habe, ist, dass immerhin mein Beer Pro. Ich vertausche immer mein Virtual Pro. Mit Sicherheit hier einige Erfahrungspunkte bekommen hat. So, jetzt hier ein Pass direkt auf Lacker. Lacker will natürlich wieder durchrennen. Aber so kommt er nicht durch. So kommt er einfach nicht durch. Da sind drei Gegner. Dann muss er halt nochmal nach hinten spielen oder zum anderen Spieler. Ja, und das war wieder so ein Pass zum Gegner direkt hin. Keine Ahnung wieso. Und somit kriegt hier vorne ein Spieler den Ball. Könnte ein Tor schießen, aber Gott sei Dank hat die Abwehr noch gar ein bisschen reagiert. Ein bisschen ist sie noch da. Ja, und da kann er sich Zeit lassen, aber es lässt sich doch zu viel Zeit. Viele Gegner hier bei FIFA würden jetzt wahrscheinlich das Spiel abbrechen. Oh, haben wir einen guten Torwart. Ja. Richtig gut. Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier für andere Spieler sind in dem Team. Ich konnte mir leider die Aufstellung nicht angucken. Oh, den habe ich drin gesehen. Also ich weiß nicht, ob diese anderen Spieler halt auch einfach zusammengewürfelt wurden oder ob die von dem Team sind. Zum Beispiel jetzt Salzburg bei uns. Oh, schön, Lacker. Jetzt bist du durch. Oh Mann. 76. Minute, 4:0 noch. Wir halten es, wir halten es. Wenn ich jetzt mal einmal den Ball bekommen würde hier. Nein. Da bin ich von meiner Position weg. Da hätte ich ihn da haben können. Schön gemacht. Ein Abwehrspieler, der noch aufpasst hier. Und jetzt kommt mein Traumpass. Oh, wunderbar. Und was macht der Spieler? Er geht einfach weiter, anstatt Richtung Tor zu laufen. Oh, da kriegt er eine schöne Flanke nach vorne. Ich weiß nicht, ob das sogar Lacker war gerade. Ja, und jetzt werden wir wieder durch ausgekontert. Der kriegt einen Ball da vorne hin und das ist natürlich... Oh, ein Ding an die Latte schon wieder. Ja, das ist auch hoch verdient.
Unglaublich. Wir haben keinen Sieg verdient. Keinen zu hohen Sieg. Ah, das war ja keine Flanke, das war ja ein Schuss aufs Tor. Ja, also man merkt halt, am coolsten macht, also das wird bestimmt richtig geil sein hier, der Modus. Ja, das Spiel ist ja gleich vorbei. Wenn man mit vielen Leuten spielt, mit denen zusammen in Skype ist oder was weiß ich, Teamspeak, und sich zusammen abspricht, hier, pass auf mich und was weiß ich, wenn die Leute halt ein bisschen intelligent miteinander rumspielen, dann könnte das eine richtig geile Geschichte hier sein. Mit vielen Leuten, jetzt ich nochmal hier auf Lacker! Vielleicht jetzt nur den Anschlusstreffer, den Ehrentreffer, Lacker schießt! Aber ins Außennetz! Das war wahrscheinlich die letzte und einzige und beste Chance hier im ganzen Spiel von uns. Ja, jetzt stellt er auf Offensiv um, Lacker. Das ist eine halbe Stunde zu spät. Aber jetzt kriege ich nochmal den Ball. Nee, ah, ich bin zu langsam. Ich hatte auch nicht gute Position dafür. 90. Minute läuft. Das Ding ist jetzt gleich vorbei. Und ich finde, der Gegner scheint gut gewesen zu sein an sich. Hat die Chancen nicht richtig verwertet, aber wir haben uns gut geschlagen. Tapfer geschlagen und Lacker macht hier den 4:1 Anschlusstreffer. Da muss ich doch gleich mal zu ihm hinlaufen und er macht einen schönen Torjubel. Wunderbar, das freut mich für ihn. Wiederholung können wir auch wegmachen, weil wir so fair sind und die anderen es ja auch gemacht haben. 4:1. Wenn es jetzt so ausgeht, bin ich richtig zufrieden. Und ich denke mal, jetzt kann der Schiedsrichter auch abpfeifen hier an der Stelle. Oder lässt er uns noch eine Chance? Nee, da ist das Spiel vorbei. Nee, es war abseits. Ach, okay. Mein Stuhl knarzt. Ja, komm, heute noch. Auf was wartest du denn? Danke. Und nochmal auf Lacker. Ja! War das abseits? Das war wahrscheinlich wieder abseits. Oh Mann. Nicht schlecht. Ja. Aber warum der Schiedsrichter jetzt nicht abgepfiffen hat, das muss ich mal gerne erklärt bekommen. Bei so viel Nachspielzeit, naja. Okay, es ist vorbei. Dann habt ihr jetzt mal diesen Modus gesehen. Und eins möchte ich nur dazu sagen, und zwar, weil das jetzt nicht in meinem Virtual Pro Modus Video war, sondern einfach normal ist. Denn ich mache demnächst noch ein Video beim Virtual Pro Modus, wo ich das nochmal alleine mache und erkläre und überhaupt versuche zu verstehen. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. So, noch ein ganz kleiner Nachtrag. Wenn man hier dann in dem Menü wieder ist, Vereinstabelle, gegen die wir eben gespielt haben, die hießen doch Milan SAC. Die sind hier in unserer Tabelle auf Platz 1, 103 Spiele, 88 Siege, 8 Unentschieden, 7 Niederlagen. Hey, ich glaube, mit 4:1 sind wir echt gut dabei gewesen, oder? Okay, ich bin raus.